Ich habe in den letzten Jahren mit drei verschiedenen RAW-Konvertern ziemlich intensiv gearbeitet. Am meisten mit Capture One Pro, dann mit Lightroom, ob ich will oder nicht, weil ich damit nach wie vor die ganze Bildverwaltung vornehme. Und um kreativ zu sein, mit On-One Photo RAW. On-One Photo RAW habe ich hier zum Beispiel offen und ich finde einfach toll, wie kreativ man damit sein kann. Es gibt Hunderte von verschiedenen Vorlagen und Stilen, die man da anwenden kann. Da kann man experimentieren ohne Ende und sich Inspiration holen. Zum Beispiel hier, das Originalbild hat so ausgeschaut und mit zwei, drei Mausklicks war ich dann hier und ich finde diesen Effekt wirklich sehr schön gelöst. Jetzt ist es aber so, dass On-One PhotoRAW's RAW Engine, die ist noch nicht so ausgeklügelt. Die hat noch Schwächen, zum Beispiel die Lichterrekonstruktion, das Handeln von Rauschen und auch die ganze Lokalisierung, das heißt die Kurzbefehle, die sind gar nicht auf deutsche Tastaturen ausgelegt. Die funktionieren eigentlich nur auf einer US-amerikanischen Tastatur. Auch die Übersetzung, hier zum Beispiel Hochformat sollte Portrait heißen im Original. Und ich kann die Kurzbefehle nicht ändern. Um nur hier arbeiten zu können, wäre das Programm für mich zu langsam und aufgrund der fehlenden Anpassung auf andere Tastaturen einfach ungeeignet, obwohl ich sehr, sehr gerne mag. Ich muss es sagen, ich mag sehr gerne. Capture One ist auch toll, ist von der RAW Engine natürlich absolute Spitzenklasse, aber es ist nicht günstig. Wenn man die Updates mitmachen will, müsste man fast ein Abo-Modell auch dort lösen, gibt es ja. Wenn man das tut, ist man preislich aber nicht mehr unbedingt günstiger, als wenn man das Foto-Abo von Adobe nimmt. Und jetzt kommt ein Punkt dazu. Ich fotografiere immer mehr mit Smartphones. Dort ist halt die Lightroom-App für iOS und Android wirklich toll. Und ja, also lande ich immer wieder in Lightroom. Und deshalb habe ich mir wieder etwas mehr angeschaut, wie ich zum Beispiel meine Schwarz-Weiß-Umsetzungen in Lightroom so gestalten kann. Sagen wir mal, ich möchte vielleicht nicht genau diesen Look, aber so einen etwas ausgewaschenen Look mit einer leichten Farbgebung in den Schatten oder Lichtern haben. Was habe ich hier für Möglichkeit in Lightroom? Und ja, ich habe gemerkt, wenn man sich etwas Mühe gibt, kommt man da extrem weit, auch wenn Lightroom jetzt zum Beispiel keine Ebenen hat, wie es andere Programme, andere RAW-Konverter haben. Es gibt nämlich was, damit könnt ihr ziemlich weit kommen, die den Ebenen teilweise recht nahe kommen. Ich habe hier mal dieses Bild. An diesem Bild habe ich eine kleine Vorentwicklung schon vorgenommen. So hat es mal ausgeschaut und das habe ich jetzt daraus gemacht. Ich habe einfach Lichter und Schatten ein bisschen rekonstruiert, den Kontrast etwas runtergenommen. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit für eine Schwarz-Weiß-Umsetzung machen können. Ich mag diese Profile, die wir hier oben haben, sehr gerne. Wenn ich da nämlich draufklicke, gibt es da einen Schwarz-Weiß, eine Schwarz-Weiß-Kategorie. Die sind wirklich sehr gut. Da gibt es für jeden Bildtyp, der sich für Schwarz-Weiß eignet, gibt es da Voreinstellungen, die man durchaus verwenden kann. Man kann sich die auch als Favoriten ablegen. Ich habe da mal zwei genommen, die ich recht oft einsetze für Porträts. Das eine wäre SW04 und SW09. Ich nehme da mal die 04, ist etwas dramatischer, die man sich dann hier noch etwas stärker oder schwächer zurechtbiegen kann. Gut. Jetzt, um einen so etwas ausgewaschenen Look zu erreichen, wie ich es hier in On-One Photo RAW habe, kann ich einfach auf die Gradationskurven gehen und kann sich hier die Schatten etwas anheben. Und damit das Bild nicht zu so ausgewaschen wird, kann ich dann hier Gegensteuer geben und da auch etwas Gegensteuer geben. Und dann haben wir so einen Look mit etwas ausgewaschenen Schatten. Den kann man sich auch abspeichern hier auf Speichern. Ich habe das gemacht hier mit dem Typ Faded, so eine etwas angehobene Schwarzkurve. Gut, jetzt ich hole mir da die Tiefen noch etwas mehr zurück. So, jetzt was kann ich tun, wenn ich das Bild so ein wenig farblich akzentuieren will?
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die eine, die ihr sicher alle schon kennt, geht über die Teiltonung. Dann noch einen kleinen Tipp zum Anfangen. Ich löse es dann aber anders. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel, um dieses Bild so ein bisschen wärmer zu machen wie hier, könnte ich zum Beispiel auf die Schatten gehen und könnte dann hier den Schatten so einen warmen Ton mitgeben. Jetzt sind wir ja gar nicht mehr so weit weg wie hier. So. Und wenn ich jetzt die Lichter auch noch etwas einfärben will, damit ich nicht hier nach oben wechseln will, kann ich in den Schatten bleiben. Vielleicht bin ich ja noch nicht fertig mit Experimentieren und drücke einfach mal die Command-Taste oder Control auf Windows. Und jetzt kann ich die Lichter einfärben. Ihr seht es hier oben, obwohl ich mich eigentlich in den Schatten befinde. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt kann ich da experimentieren, was mir da am besten passen würde. Und so kann ich jetzt auch die Lichter einfärben. Das könnte jetzt auch so ein etwas kühles, eine etwas kühlere Farbe sein. Das finde ich auch noch schön. Viele gehen ja immer hin und färben die Schatten kühl und die Lichter warm ein. Ich habe gemerkt, es kommt auch ziemlich edel daher, wenn man genau das Gegenteil macht. Also die Lichter etwas kühl und die Schatten etwas warm. Gerade jetzt so bei diesen Winterbildern, wo es kühl ist draußen, finde ich, das sieht ziemlich schön aus. Okay? Da der Tipp eigentlich eher der mit der Command-Taste. So kennt man, so macht man es schon seit Jahren. Ich will euch noch eine andere Lösung zeigen, vielleicht kennt ihr sie. Ich hoffe noch nicht, damit dieses Video etwas Neues für euch bringt. Okay? Es ist ja so, Lightroom kennt keine Ebenen. Das heißt aber nicht, dass man damit Dinge anstellen kann, die den Ebenen sehr nahe kommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dem Bild einen warmen Look geben will, mit etwas mehr Kontrolle, welche Tonwerte denn davon betroffen sind, dann würde ich das so lösen, dass ich da auf die Verlaufsüberlagerung gehe. Ihr könnt auch einfach die Taste M drücken. Und jetzt zieht ihr hier einen Verlauf vom Bild weg. Das ist ganz wichtig. Ihr klickt und zieht den vom Bild weg. Mit einem Doppelklick auf Effekt kann ich da mal alles nullen. Wenn ich vom Bild wegziehe, dann geht die Anpassung übers ganze Bild. Sobald ich ins Bild reinkomme, ich mache da mal was. Jetzt seht ihr, jetzt macht der Verlauf genau das, was er soll, oder? Wenn ich vom Bild wegfahre, habe ich die Anpassung über das gesamte Bild. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kann ich nämlich hingehen und sagen, ich will hier eine Farbe überlagern. Sagen wir ähnlich wie vorher, so einen etwas warmen Ton. Okay? Das Spannende ist jetzt aber, dass ich diesen Ton mit der Bereichsmaske, nämlich mit der Luminanz zum Beispiel, eingrenzen kann. Links sind die Schatten, rechts sind die Lichter. Wenn ihr zweifelt und nicht sicher seid, könnt ihr da auch die Luminanzmaske anzeigen und damit dann die Tonwerte eingrenzen. Jetzt grenze ich es nur auf die Schatten ein. Und jetzt kann ich hier diesen warmen Effekt, ihr seht das sehr schön, den kann ich punktgenau auf die dunklen Bereiche einstellen, die ich mir vorstelle und kann jetzt hier wirklich sehr schön experimentieren. Das Ganze ist sehr subtil, ihr habt da wirklich sehr viel Kontrolle. Ihr könnt auch hier zwischen diese beiden Regler klicken und könnt diesen Range da so etwas übers Bild hinwegziehen, bis ihr genau dort seid, wo ihr landen wollt. Und ihr könnt auch mit der Glättung arbeiten. Je mehr ihr glättet, desto mehr spilt, wie sagt man auf Deutsch, springt dieser Bereich dann halt auf benachbarte Tonwerte rüber, also auf die Mitteltöne, Lichter, um es zu glätten. Ich lasse es mal da so stehen, nimm die Maske wieder weg und habe jetzt hier die Schatten etwas wärmer gemacht. Ich kann auch mehrere von diesen Verlaufsmasken da reinziehen. Ich würde es jetzt zum Beispiel so machen, dass ihr immer sagt, oben habt ihr die, die Schatten, unten habt ihr die Lichter. Da gehe ich jetzt auch wieder vom Bild weg. Damit ihr nicht lange überlegen müsst, welcher Punkt ist was, sage ich immer, die eine Seite Schatten, die andere Lichter. Und könnte hier jetzt die Lichter eindämmen. So, manchmal dauert es etwas mit dem Update, bis ich da das Update sehe, das nervt etwas. Voilà. Gehe da wieder rein, sage Luminanz und dämme mir jetzt den Tonwertbereich auf die Lichter ein.
Also etwa hier kann ich auch wieder sehr schön das Ganze sichtbar machen und mit Enter bestätigen. Und jetzt habe ich mit der Verlaufsmaske habe ich hier diesen Effekt gemacht. Sehr subtil, aber ich finde es absolut genial, was man damit alles anstellen kann. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt könnt ihr nämlich auch Licht ins Bild bringen. Und zwar habe ich für mich gemerkt, das gefällt mir extrem gut, wenn ich da auf diesen radialen Verlaufsfilter gehe und sagen wir mal hier etwas aufziehe, in diesen Bereich etwas Licht reinbringen will, dann spiele ich sehr gerne mit dem Dunst entfernen. Schaut mal, wenn ich jetzt den Dunst entferne und jetzt müsste ich zuerst noch das Ganze umkehren, dazu drücke ich die Minustaste, wenn ich den Dunst entferne, dann kann ich hier sehr schön Licht reinbringen, ein dezenteres, schöneres Licht, als einfach brachial mit der Belichtung zu arbeiten. Okay? Ich gehe einfach da mit dem Dunst runter. Und was jetzt auch ganz cool ist, ich könnte so einen Lichtkegel erstellen, der zum Beispiel von hier oben kommt. Ich drehe mir den da mal so zurecht. Mit der Alt-Taste kann ich nur hier schieben. So, jetzt kommt da so ein dezenter Lichtkegel rein, der mir da Licht ins Bild bringt. Ihr seht es hier. Ich mache es ein bisschen übertrieben, dann seht ihr es besser. Und cool ist jetzt auch, dass ich auch hier mit der Luminanz spielen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da schon helle Bereiche, die ich nicht noch heller haben will, dann schließe ich mir hier die Lichter einfach aus. So. Oder wenn ich gewisse Schatten habe, die ich nicht anfassen will, dann blende ich mir die hier aus. Die Maske zeigt es ja sehr schön an. Und jetzt kommt hier mein Lichtkegel rein. Finde ich wirklich sehr, sehr cool gelöst. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man sich verschiedene so Lichtkegel anlegt, um eine ja, sehr schöne Lichtgebung im Bild zu setzen. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Vignettierung zu machen. Dazu nehme ich nochmal die radiale Maske. Mit Command-Doppelklick setze ich da automatisch einen Kreis, eine Ellipse über das gesamte Bild. Command-Doppelklick. Auch hier gehe ich jetzt wieder etwas runter und setze mir, weil das Licht so von oben kommt, auch diese Ellipse etwas schräger an hier. Vielleicht so. Zu früh. Und jetzt kann ich mir hier die Vignette setzen. Also ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele kreative Maßnahmen, die ihr tätigen könnt. Jederzeit könnt ihr es editieren, geht da rein, holt euch die Punkte wieder. Wenn ihr es zu stark findet jetzt hier, geht ihr da zum Beispiel runter oder ändert den Range, wenn ihr sagt, ja, ein bisschen mehr ist jetzt doch nötig. Und so könnt ihr wirklich sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Umsetzungen machen. Ja, ich habe Lightroom vielleicht etwas Unrecht getan. Die Möglichkeiten sind auch sehr kreativ. Ich bevorzuge immer noch für gewisse Arbeiten andere Programme, aber ich bin halt sehr oft in Lightroom drin, einfach wegen der ganzen mobilen Geschichte. Dafür ist es dann schon cool. Und nicht vergessen, ich setze da mal alles zurück. Wenn ihr fertig seid, dann legt euch hier Vorlagen an, die ihr gerne magt. Ich habe mich da gestern einen Film Noir Effekt angelegt mit einem Mausklick, seid ihr dann wieder hier. Auch das ist wieder einfach mit Ellipsen gespielt und diese Ellipsen, die könnt ihr ja dann, wie gesagt, wieder abändern, wenn ihr da draufklickt und entsprechend anpasst. Ich hoffe, da waren ein paar kreative Inputs dabei, die ihr künftig auch einsetzen könnt. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Michel Meierle.